Willkommen zum nächsten Mario Kart Wii Part. Heute spielen wir den letzten Cup mit. Ich hab mir den noch nicht. Ich glaube Donkey Kong hat mir noch nicht. Nee, Donkey Kong nehmen wir einfach mal. Ja, oder hat mir Yoshi schon? Boah, ich nehme die Parts immer alle so unterschiedlich auf. Ich glaube, Yoshi hatten wir schon, ne? Oder? Ne, auf jeden Fall hatten wir Donkey Kong noch nicht und mit dem fahren wir heute mal. Und der Feuerschleuder. Manuel natürlich wieder. Und heute spielen wir den letzten Cup. Den Blitzcup mit den Strecken SNES, Mappes 3, DDS, Peach, Schlossgarten, PCN, DK, Bergland und N64, Bowsers Festung. Und da geht's auch schon los. Der letzte Cup, der nächste Part ist dann auch schon der letzte Part, wo wir noch mal ein bisschen Schlachtmodus spielen. Und die erste Strecke ist die lameste vom ganzen Game. SNES, Marios Piste 3. Ja, die lameste Strecke. Viele SNES-Strecken, also die Strecken vom ersten Mario Kart, sind so ein bisschen lame. Und ziemlich kurz, weil man ja auf Super Mario Kart, glaube ich, 5 oder sogar 7... Oh man. Da hatte man, glaube ich, 5 oder 7 Runden. Und da war die Steuerung noch bis zum Kotzen. Und deswegen war da die... Da waren die Strecken noch anspruchsvoll, aber mit dem Goldpilz sollten wir jetzt schon so gut wie gewonnen haben. Oh, ey. Oh mein Gott. Das sieht schon mal nicht schlecht für uns aus. Der Goldpilz ist hier richtig geil, wie man sieht. Und allgemein ist die Strecke auch nicht gerade schwer. Da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Weil wenn man die Mario Kart 8 Retro-Strecken sieht, die sind ja auf jeden Fall viel geiler als hier, ne? Die haben die einfach nur die Strecken importiert, einfach die Grafik angepasst. Das war's aber auch. Aber was verlangt man von der Wii? Die Wii, hallo. Die Wii war jetzt nicht gerade die leistungsstärkste Konsole. Wenn man die Konkurrenten gesehen hat, die PlayStation 3 oder die Xbox 360, war die Wii eigentlich schon ziemlich weit hinten. Aber trotzdem ist sie eine gute Konsole und hat sich ja richtig geil verkauft. Die war ja in der letzten Generation, glaube ich, Platz 1. Oh, der Block kam mir jetzt gar nicht gelegen, ey. Der kam mir nicht gelegen. Letzte Runde. Joha, DK. Ey, aber das hier mit dem Düften, mit dieser Karre und DK ist irgendwie nicht so meins. Ich fahre übrigens immer lieber mit leichten Charakteren wie Toad oder Yoshi oder Koopa. Das sind, glaube ich, alles Leichtgewichte. Oder ist Yoshi ein Mittelgewicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, das müsste ein Leichtgewicht sein. Ich glaube, da kommt wieder ein Stachel. Ja, hallo, Stachel. Es geht bei dir. Nichts, ne? Und die Strecke haben wir auch wieder geschafft. War ziemlich lame. Die Strecke, da kann es ja wortwörtlich nur besser werden. Aber was ist nochmal die zweite Strecke? Es ist keine andere als vom Nintendo DS, Mario Kart DS, Peach Schlossgarten. Boah, wie ich die Strecke geliebt habe, ey. Auf Mario Kart DS, ich fand die immer so episch. Ich weiß auch nie warum. So spektakulär und geil ist sie eigentlich gar nicht. Aber ich habe sie trotzdem in mein Herz geschlossen. Deswegen liebe ich diese Strecke und ich will sie... Aber es geht aber los, ey. Ich will sie küssen. Kuss, Kuss, Kuss. Strecke ist schön, ich mag sie. Die Musik ist auch so geil, ey. Oh mein Guinness, Alter, du bist doch ein Drecksack. Mein Gott, was, wer war das? Wer war das? Ich möchte einen Anwalt einschalten.
Welcher Idiot war das? Also das schaue ich mir im Video an, ey. Dann rufe ich meinen Anwalt an, ey. Ich habe einen guten Anwalt, Leute. Ich habe wirklich einen guten Anwalt. Der hat für mich schon einige Sachen gemacht, wie zum Beispiel den Scheidungsanwalt habe ich auch schon gehabt. Lass uns hier mal verstehen. Mann, ich hätte so geil abkürzen können über die Blumen, ey, mit dem Goldpilz. Alles weg, ey. Oh, geil. Aber dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Erster gewesen und der Stachel hätte mich getroffen. Also, irgendwie war alles auch wieder gut, ne? Also, ich nehme den Anwalt zurück, lieber Kollege, der das war. Ich nehme es zurück, ne? Aber eine Anzeige mache ich trotzdem. Lass uns hier mal verstehen. So, jetzt wollen wir mal wieder zur Strecke. Die ist schon irgendwie schön. Kurz ist sie jetzt auch nicht gerade, also allgemein, die Mario Kart Wii-Strecken sind jetzt nicht gerade die kürzesten. In Mario Kart 8 sind einiges kürzer, muss ich nun sagen. Hier sind sie noch ziemlich lang. In Mario Kart 8 die Strecken sind irgendwie voll kurz, weiß auch nicht, was das Problem war. Oh, 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 oh. Ah, Mann. Blöder Kettenhund. Komm, komm, Item, Item, Item. Gut. Hier schön langfahren. Nicht gegen die Wand donnern. Ja, boah. Das wollte ich nicht. Ich habe sogar einen getroffen. Geil. Ein Block steht da immer noch. Habe ich irgendwelche Probleme? Ich wollte eigentlich nur eine Banane hinlegen, dann fahre ich selber eine Banane. Donkey Kong, die Bananen, die spüren dich aber richtig an, ne? Donkey Kong ist bananengeil, ey. Der bananengeile Affe, ey. Der bananengeile Affe, ey. Ja, ja, das ist so eine Story, ey. Donkey Kong hat eine Affäre mit einer Banane, ey. Das muss ich verstehen, ne? Ja, ja. Ja, ja, ich hab ihn erwischt, ne? Er hat mich angezeigt wegen Spionage, ne? Aber er ist damit nicht durchgekommen, ne? Seitdem ist er sauer auf mich, ne? Mhm. Ja, ja. Was erzähle ich eigentlich diesem Papi? Bin ich bekloppt geworden oder so? Hallo? Bin irgendwie bekloppt geworden, ne? Ja, ja, willkommen auf meinem Kanal. Oh, 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 ah, ey, oh, oh, ah. Ey, ich wollte eigentlich einen Stunt ausführen, das geht nämlich. Oder auch nicht. Dann eben nicht, dann mache ich da eben keinen Stunt. Sorry, Spiel. Du bist hier der Chef, ich nicht. Ich bin nur ein armer Bauer, der hier arbeiten darf für dich. So, die Strecke haben wir auch wieder geschafft mit dem ersten Platz. Und unser Konkurrent ist Yoshi. Yoshinski ist unser Konkurrent. Und die dritte Strecke ist keine andere als von Mario Kart Double Dash GCN DK Bergland. Ja, DK Bergland. Die Strecke, das ist auch nicht so mal fair. Also der Blitzkap, der gefällt mir jetzt irgendwie. Was ist denn heute los? Soll ich stehen bleiben, Spiel? Ist es dann gut? Was ist denn heute echt los hier, ey? Pio ist wieder am Rasten, ne? Ja, ja. Boah, alter Spiel, was ist los bei dir, ey? Hab gerade das leise Gefühl. Das war jetzt irgendwie nicht so schlau, den Kugelwilli dafür einzusetzen. Andernfalls, ich bin jetzt Zweiter und bekomme ein Item. Irgendwie war doch alles gut, ne? Wow, ey. Boah, hier ist mir auf Mario Kart. Hier ist bei dieser Strecke bei Mario Kart David, jetzt ist mir ein richtig dummer Fail passiert. Einige wissen vielleicht aus meinem alten Let's Play von meinem alten Kanal, aber nur einige, nicht alle, ne? Ich glaube, der Captain Nintendo Dummy, der erinnert sich da an so Momente. Ja, ja. Bei dieser Strecke. Ah! Und seitdem habe ich auf diese Strecke einen kleinen Hass. Einen kleinen. Da wird jetzt mal leid, immer was passiert, ne? Ja.
Die Brücke war da auch immer so gefährlich. Hier ist sie nicht so gefährlich. Hier ist sie ziemlich einfach. Da im Online-Modus früher Bananen hingelegt haben. Die waren geil, ey. Das war geil. Die... Boah, DK. Boah, ich bin immer ganz fies, ey. Da fährt bestimmt jemand gleich drauf. Wenn da nicht schon einer drauf gefahren ist. Jofinski, hast du ein Problem? Geh mal weg. Oh yes. Wir sind voll gut, ey. Haben wir nämlich noch mal ein Item mit? Boah, was war das denn? Was war das denn? Boah, wenn ich jetzt in den reingefahren wäre, ey. Pilz! Mist. Nein! Oh, wenn ich... Was ist denn mit dem Roten? Auf welcher, auf was für eine illegale Spur war der denn, ey? Was hat der denn genommen, ey? Was hat der denn genommen, ey? Boah, hier Bananen, ey. Bananen sind geil. Bananen sind geil drauf. Eine wurde zerstört von einem Panzer. Ich bin aber traurig. Banana. DK, also eine Affäre mit der Banane. Was? Der Block ist ja immer noch. Das überrascht mir jetzt aber. Habe ich nicht gedacht, dass die Computergegner so schlau sind. Aber Yoshi ist ausgerutscht, habe ich gesehen. DK freut sich nämlich gerade so. Nein, boah, was, wo machst du denn? Wo springst du denn hin? Das gefällt mir nicht, wo du hin springst. Ja, nee, ey. Ich kann mal eigentlich auch irgendwie runterspringen als Abkürzung, aber ich war da immer ein bisschen zu dumm für manchmal. Und dann kam irgendein Blitz. Hier war das, ne? Ja, aber das ist. Hast du gut gemacht. Hast du super gemacht. DK, wir sind alle so stolz auf dich für deine gute Leistung. Es ist wieder passiert. Also das wären noch keine 3 Sterne. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Mm-mm. Aber wir haben auf jeden Fall fast den Goldpokal. Noch ein Rennen müssen wir gewinnen. Und das im Bowser-Festung. Hier gab es auch noch 2 Bowser-Festungen auf Marke. Was haben sie sich gedacht? Nee, Bowser-Festung ist nicht cool. Wir machen nur 1. Und hier gab es noch 2. Und das hieß N64 Bowser's Festung von Mario Kart 64. Und jetzt vielleicht Superstart? Na, geht doch! Boah, die Strecke ist geil, ey. Auf Mario Kart 64 ist sie schon geil. Die Musik erst, die ist richtig episch. Die ist richtig episch, die Musik. Boah, die Steinblöcke, ey. Warte mal, jetzt sind wir mal ganz fies und legen da mal eine Banane hin. Ja, Jofinski ist gleich raufgefahren. Item, gib mein Item. Yoshi, geh weg. Nein. Rucksack. Oh, ich hab den Roten kaputt gemacht oder so. Was ist denn mit Luigi? Was ist mit dem denn passiert? Der ist irgendwie gegen die Wand dann stehen geblieben. Irgendwie sowas. Nein! Baby Mario, ich leg dir gleich meine Bombe hin, ne? Ey, ich will jetzt gleich die Bombe platzieren. Gleich. Ich will, dass die vor ihm kaputt geht. Nein! Du solltest sie doch nicht werfen, du verdammter Affe! Was machst du für Müll? Boah, sind wir alle schlau, ey. Sollst du sie hinter dir legen?
Dann kriegt ihr jetzt eben grüne. Hi, hi. Nochmal einen zurück und auch noch treffen. Wunderbar. Mann, Mann, dieser Joschinski, ey. Natürlich kriege ich nur einen grünen Panzer. Klaro. Lieben wir doch alle. Nein, 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 nein. Boah. Oh, Yoshi, du bist so dumm. Joschinski. Die Schlauheit ist dir wieder ins Babybett gelegt. Ich kann Deutsch reden. Oho. Mist. Yoshi, langsam geht's mir zu weit mit dir. Drecksack. Komm her jetzt. Jetzt ist Schluss hier. In dem Kindergarten. Ey, Junge, hast du ein Problem? Jetzt fahr da rein. Dummkopf. Oh mein Gott, bist du schlau, ey. Oh mein Gott, bist du schlau, ey. Hier sollte man echt mal einen Arzt rufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist ja... Oh! Ich dachte schon, jetzt ist wieder zu Ende mit mir. Bam! Boah, dieser Yoshi ist aber auch echt ein Konkurrent, ey. Der hört nicht auf zu stalken. Voll der Stalker, ich zeig dich bei der Polizei an. Hast gehört, Yoshi? Nein, 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 dieser verkackte Block. Der macht immer wieder neuen Ärger. Immer wieder. Aufs Neue. Nein! Yoshi, du machst mich durch. Ich will es aber nicht. Es ist doch einfach klar. Sag mal, Spiel. Spiel. Es ist ja... Ey, dieser Drecksack gewinnt hier nicht. Nein, Regie. Oh. Ey, bist du... Sag mal, hast du ein Problem? Gehst du mal rein? Yoshi. Ey, wenn jetzt hier noch ein Stachel kommt, ey, dann flipp ich aber aus. Dann lernst du mich kennen, Spiel. Okay, er kommt nicht. Er ist nicht da. Gut. Könnt schaffen. Yoshi ist ein bisschen nach hinten gefallen, weiß auch nicht warum. Ja, das Spiel versucht es mit allen Mitteln. Aber wir sollten es geschafft haben. Yay! Am Ende wurde es noch ein bisschen knapp, aber was soll's. 60 Punkte haben wir und schauen uns mal die Siegerehrung zum letzten Mal des ganzen Let's Plays an. Der nächste Part ist, wie gesagt, der letzte Part. Together haben wir uns jetzt einfach doch nicht gemacht, weil wir wollen das Let's Play auch nicht so lange jetzt machen. Wir haben uns alle Cups einmal gespielt. Das genügt meiner Meinung nach, weil ich glaube, es wird tun und das wollen wir zocken. Deswegen wollte ich das Let's Play vorher noch beenden. Und weil bei der Together-Aufnahme auch noch technische Fehler waren. Elgato. Elgato. Okay. Das haben wir auch abgehakt, ne? Da, 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 da. Goldpokal haben wir mit Rang A. Spiel, ich denke mal einfach nichts mehr dabei. Ich weiß doch, dass du mich haten tust. Kanalname PlaySimple HD Spiel. Dass du mich noch besser haten kannst, ne? So, im nächsten Part schauen wir uns dann nochmal den Schlachtmodus an, der hier noch Spaß macht. Bis zum nächsten Part und ciao, Leute.